Wie geht's beim Leuchten weiter? Okay. Die LEDs miteinander verbunden haben wir. Das passt jetzt. Sie funktionieren noch alle. Ich zeige euch gleich dann ein bisschen den Code. Nicht ganz. Ich habe jetzt mit einem Code, den ich mir so selbst zusammengebastelt habe, es auch geschafft, dass es so nach der Reihe ein- und ausschaltet, nach oben hingehend einschaltet und dahinter immer ein bisschen später dann wieder ausschaltet. Ist noch nicht das Ideal, was ich haben wollte. Trotzdem, ich habe sogar über Kleinbandsammler.at einen sehr guten Code bekommen, aber der hat dann beim Ausführen nicht funktioniert. Selber bin ich noch nicht auf die Fehler draufgekommen. Der Code, den ich jetzt euch gleich zeige, der funktioniert. Die Datei, die ich verwende bei Arduino, das ist einfach diese von Arduino-Fruit Neopixel.h, die Simple-Datei, die habe ich hergenommen. Da muss man dann oben noch angeben, wo der Ausgang der Daten erfolgt beim Arduino, dann wie viele LEDs sind, nämlich bei mir 9. Hier wird eben angegeben, dass es eben eine WS2812 LED ist. Das ist eine LED, die sich von den konventionellen LEDs unterscheidet durch integrierten Schaltkreis. Der es ermöglicht, dieser LED durch eine Steuerung direkt angesteuert zu werden und eben individuelle Signale zu verarbeiten. Dadurch kann man sie hintereinander ansteuern und das sind ideal eben für solche Hausbeleuchtungen. Hier gebe ich die Pause mit 5 Sekunden an, also so lange soll das Licht leuchten. Einmal schauen, ob wir das bei 5 Sekunden lassen werden. Und dann habe ich einfach das darunter ein bisschen verändert, indem ich nicht alle diese Befehle, die eben dann das LED ausschalten, ganz unten angegeben habe, sondern eben es fängt mit der ersten Lampe an zu leuchten, dann fängt die zweite Lampe weiß zu leuchten an, wobei dann danach gleich schon die erste sich wieder ausschaltet. Dann kommt erst die dritte Lampe, die sich wieder einschaltet und dann wird die zweite Lampe ausgeschaltet und so weiter. Bei solchen Stellen, wo gleichzeitig was leuchten soll, schalte ich eben gleichzeitig ein und gleichzeitig aus. Ja, und so habe ich das ein bisschen verändert und das für mich ist es zufriedenstellend, wie es jetzt eben derweil einmal leuchtet. Natürlich kann man das noch verbessern, bestimmt. Und sobald ich mich besser auskenne, werde ich das verbessern, aber dabei bin ich immer schon zufrieden, dass ich das zusammengebracht habe. Ich habe zwar in einem Forum ein Beispiel bekommen, aber das hat dann Fehlermeldungen gehabt, weil ich wahrscheinlich irgendwas nicht richtig gemacht habe. Also habe ich das Beispiel dann selbst sozusagen gezimmert und es funktioniert und ich bin zufrieden. Ja, das Ganze habe ich dann den Code auf den, bei mir ist es halt nicht der Arduino, sondern ein Lego Uno R3 gekauft, nicht gesponsert, gespielt. Habe das dann mit dieser Plattform dort zusammengesteckt und es hat funktioniert. Ja, das habe ich jetzt nicht aufgenommen. Ihr seht dann das fertige Werk. Jetzt zeige ich das nächste Schritt oder sozusagen ist, dass wir jetzt dann sozusagen die Verkabelung einmal machen. Das erste Kabel haben wir jetzt fertig. Wir haben eben auf der einen Seite einen Stecker, wo wir dann die Lampen verbinden. Und auf der anderen Seite habe ich eben diese Pins darauf gegeben. Wir waren eben sowas, wo ich dann einzelne abbrechen kann. Die habe ich angelötet, damit ich dann eben das dann mit dem Arduino verbinden kann. Das war einmal das Kabel für die Beleuchtung der Fenster beim Leuchtturm. Das ist einmal fertig. So, entschuldigt das Kinderlärm, aber Kinder haben Besuch und deswegen geht es ein bisschen rund bei uns. Gut, was haben wir gemacht? Da den Licht für da oben haben wir
erstens einmal verlängert, weil das eben der Leuchtturm ja höher ist, also das Kabel runterreicht, haben wir da einen Stecker angelötet und dann die Verbindung bis zur 9 Volt Stecker haben wir eben auf der einen Seite den Stecker, wo wir das zusammenstecken können, und auf der anderen Seite habe ich dann den Stecker raufgegeben, der dann bei dieser 9 Volt Ausgabe angesteckt wird. So, jetzt hätten wir eigentlich für den Leuchtturm alles, die Kabel, das brauchen wir im Prinzip nur mehr diese Lichterkette in den Leuchtturm einbauen und dann gleichzeitig die verschiedenen einzelnen Teile von oben nach unten zusammenkleben. Ja, und dann geht es schon darum zur Lichterprobe. Ich fange jetzt mit dem obersten Teil an. Ich habe es drinnen auch noch schwarz. Ein bisschen angemalt, damit eben da auch das Licht nicht widerspiegelt. Dann kommt das in die Box da rein. Jetzt muss ich warten, bis der Heißkleber, ich werde es mit Heißkleber da eben Heißkleber raufgeben und dann so reinkleben. Ja, und dann schauen wir mal, wie das haltet. Und dann kommt eben genau gegenüber ein rundes Fensterchen. Oder ist ein gegenüber ist ein rundes Fensterchen und da kommt dann so eine kleine Box rein. Gut, jetzt sind die ersten beiden eingeklebt, ne? Mal schauen, ob da ein bisschen mehr Licht so. Und wo ich das Gefühl hatte, dass es nicht richtig abschließt, habe ich dann noch einmal Heißkleber drauf und dann mit schwarzer Farbe drüber. Gut, ihr seht, hier geht es noch weiter. Da kommt jetzt dann das nächste dran. Wobei wir auch aufpassen müssen, wir werden jetzt zuerst einmal das ankleben. Und dann kommt das nächste Licht an. So schaut es jetzt aus. Die Verkabelung da drinnen, alles zusammengeklebt, der Turm außer der oberste Teil. Ja, ihr seht eben Kabel von oben bis unten, eben von einer Licht, wie sagt man, Lichtkasten zum anderen. Der Lichttest hat funktioniert. Ich musste dann auch teilweise vom Kleber her noch einmal malen, damit das schön wieder bemalen ist. Jetzt kommt noch der Turm drauf geklebt und ja, dann kommt noch das Ganze verbunden her zum Arduino und dann können wir eigentlich schon einmal die Lichtprobe machen. Das heißt dann aber auch schon, dass wir um den Leuchtturm herum eben dann auch schon die Landschaft gestalten. Mein Leuchtturm steht und ihr seht, er fängt unten zum Leuchten an, dann kommt das nächste Fenster, schaltet das aus, dann kommt ein Fenster auf der Rückseite, aber dann kommt schon oben das Fenster, das nächste und dann kommen schon zwei hinten und vorne und dann ganz oben auch wieder hinten und vorne. Und wie ihr sehen könnt, oben der Leuchtturm blinkt auf und ab. Ja, also das untere, also diese Fensterreihe, die habe ich mit dem Arduino, bei mir war es eine Lego, selbst gekauft, eben steuere ich an, so dass er eben diese Lichterfolge macht. Oben ist dann ein eigenes 9 Volt Lämpchen, das eben eine Schaltung dazwischen hat, die eben immer wieder um das Licht eben dimmt und dann wieder hoch geht. Ja, ich habe es geschafft, meinen Leuchtturm. Und jetzt kommt natürlich unten als nächstes wahrscheinlich schon ein bisschen Landschaftsgestaltung, aber im Vordergrund eben da von da weg bis daher kommen links und rechts jeweils drei Steinhäuser. Da plane ich auch schon herum, wie ich diese mache.
seht ihr auch dieses Loch da. Da ist schon eben ein Loch für die Elektrik, damit dann auch diese Häuschen eben ein bisschen Licht erschalten. Ja, das ist einmal auf der Seite schon für mich persönlich ein großer Fortschritt, dass ich das geschafft habe. Und das ist so viel zum Leuchtturm. Er steht und er leuchtet. Und auch das Treppenhaus wird beleuchtet in einer Abfolge, so wie wenn man nach oben gehen würde. So, da kommt der Anschluss raus. Das ist für ein Leuchtturm für Stiegenhaus vom Arduino. Das ist dann beim Leuchtturm ganz oben die Lampe, die eben auf und ab leuchtet. Das kommt hier raus, geht eben unterm Tisch durch. Und hier haben wir dann zum einen eben den Arduino. Und es geht eben von dort, ich zeig's mal mit dem Finger, von dort geht es dann her, daher zum Arduino für die Stiegenhausbeleuchtung, und die andere Beleuchtung, die wird über dieses von Woodland gesteuertes 9 Volt Lichtrelais eben, bekommt sie ihren Strom. Dann habe ich ja dieses kleine Bahnhofsgebäude, das ja auch leuchtet. Das ist ja von Scenic Woodland, das Gebäude, das ich mir besorgt habe, das leuchtet. Ja, und wie ihr wisst, gibt ja ein eigenes Video. Ich werde das ja da mal jetzt das Licht ein bisschen weggeben da. Wie ihr seht, habe ich ja, gibt ja ein eigenes Video dazu, auch den Autotunnel beleuchtet. So haben wir jetzt sozusagen drei Dinge, die beleuchtet sind. Also falls das einem ja versteht, was ich da machen möchte, da hinten ist eben ein Gebäude, ein Bahnhofsgebäude, ein kleines, und da vorne kommt dann ein großes oder ein größeres, aber auch ein Steinhaus. Weil da lasse ich alles noch auf alt getrimmt mit Steinhäusern. Das hinten ist ja auch irgendwie so alt getrimmt, halt aus Holz. Mal schauen, ob ich da auch vielleicht ein Holzhaus oder so dazu mache. Ja, und dann kommt ja da die Burg, eine Kärntner Burg kommt da her. Ja, und da vorne kommen dann eben, das soll ja auch eine Klippe sein, eben so Häuser mit Stelzen, die direkt an der Küste eben sind.